das ist mir ein Fest sozusagen. Man merkt schon, jetzt wird es langsamer. Hier sind schon viele zugezogen. Ja, also Chat braucht jetzt noch ein bisschen. Aber für die, die noch nicht dabei sein, macht euch bereit. Markus macht sich bereit, um Wischmob einen 11. Monat zu geben. Unterstrich Franke schenkt einen Sub an Wischmob unterstrich 11. Im 11. Monat. Dankeschön, Markus, der Franke, für den Verschenken an Wischmob. Und dafür ein fettes Ausrufezeichen. Hype, bitte gerne. Guck mal, hier wächst schon was. Hätte ja gar keiner gedacht, so wenig wieder angebaut. Das ist tatsächlich angepflanzt. Ich meine, es ist September und nun ja, es müsste jetzt eigentlich geerntet werden, ist aber gerade mal so 17% gewachsen. Also, und manche Sachen haben wir noch nicht mal angesät. Sei es drum, ja. Es ist, wie es ist. Hier haben wir auch noch nichts angesät. Also, wir werden dieses Jahr auch nur ein Feld Weizen ernten, das halt ein bisschen angesät worden ist. Im nächsten Jahr wird es besser. Im nächsten Jahr, meine Lieben. Vorher sehen wir da noch kein Land. So, wir wagen uns jetzt ganz leicht, vorsichtig wagen wir uns aus dem Rand der Wälder wieder raus und bauen jetzt mal raus ein bisschen Markus was. Unterstrich der Markus. Franke schenkt einen Sub an Monster-Tags. An Monster-Tags im 2. Monat. Dankeschön, Markus der Franke, auch für den Verschenken. Vielen lieben Dank. Und Kira, wunderschönen guten Abend. Markus kann das nicht sehen, ne? Markus sagt, was? Jemand ohne Sub hier? So nicht. Einfach nein. Ja. Einfach nein. Das ist verboten. Verboten. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Dankeschön. Folango schenkt einen Sub an Kira unterstrich Meritegi unterstrich 82. Danke vielmals, Folango, für den Verschenken. Kira im 27. Monat auch. Ach, sehr wunderhübsch. Sub-only-Chat, möglicherweise. Hier machen wir noch zwei größere Häuser rein. Und hier ein sehr großes. So, das ist unser Ausbauprojekt. Von 19 Behausungen plus 11. Ja, die besseren Flüge, ne? Ganz klar. Wir müssen mal schauen, ob wir hier das Upgrade irgendwann können. Die Kirche muss halt fertig sein dazu. Markus unterstrich der unterstrich Frank schenkt einen Sub an Anschark 86. An Anschark, dankeschön. Markus, auch dir nochmal für den Verschenkten an Anschark. Im 1. Monat, ganz frisch dabei. Gaming P, wunderhübschen guten Abend. Ein neuer Zwerg. Folango schenkt einen Sub an die unterstrich Gaming unterstrich B. An Gaming P im 11. Auch dir nochmal ganz lieben Dank. Das ist ja wunderhübsch von euch. Dankeschön vielmals für den. Für den lieben Support. Danke vielmals. Ich habe gerade schon auf Verlängern gedrückt und kam sofort, geht nicht, ist schon. In dem Chat ist es halt so, du bist schon am Verzweifeln, wenn du selber einen Sub verlängern willst. Ja. Es geht einfach nicht, es geht nicht. Völlig verrückt. Aber völlig absurd auch. Aber völlig verrückt. Unmöglich verrückt, quasi. Mensch, danke, Folango. Sagt die Einwohnerzahl im Bützenbach-Zwerg. Wait. 388 Gesamtbevölkerung ist die aktuelle Quote. Was haben wir denn essensmäßig da?
Wir haben halt echt kein... Wir könnten hier überall alles voller Hühner machen nochmal. Haben wir Äpfel? Ja. So, noch mehr Hühner. Norika! Alter, Norika! Dich habe ich ja 150 Millionen Jahre schon nicht mehr gelesen. Das ist ja verrückt. Norika. Ist ja schon ewig nicht mehr gelesen worden hier. Ist ja unglaublich. Markus. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an der unterstrich Norika. Da ist viel Unterstrich in dieser Geschichte drin. Ja, dankeschön für den Verschenk an Norika am 31. Markus der Franke. Vielen lieben Dank dir. Skadix, auch dir ein Wunderhübschen. Hi. Skadix, auch ewig schon nicht mehr gelesen. Was war denn Skadix? Du bist der gleiche Skadix, der schon mal da war, ne? Das doch. Das ist der gleiche Skadix. Aber auch schon ewig nicht mehr gelesen. Was ist denn heute los? Der hängt bei Parzi ab. Das verurteile ich aufs Schärfste. Ja. Natürlich nicht. So. Ein neuer Zwerg. Markus auch noch. Einfach rein, weißt du? Der Unterstrich Franke schenkt einen Sub an Skadix93. Vielen lieben Dank. Markus der Franke für den Verschenken an Skadix im 10. Monat schon. Dankeschön. Bin durch Schichtarbeit offline am Schauen, aber da freue ich mich, dass du jetzt Zeit hast und dass du jetzt das genießen kannst. Ich hoffe zumindest, das ist so. So, hier ist immer noch ein Lager voll. Hier können wir tatsächlich gut abbauen. Ja. Wie schaut es mit der Waldkirche hier aus? Ja, wir haben 6 von 10 Steine bereits geliefert. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis wir da neue Steine bekommen. Das wird wohl ein bisschen dauern, ha? Huh? Ist auch noch nichts gebaut worden. Also hier drüben mit 4 freien Familien kriegen die nichts zustande, ne? Erdgeist, wunderhübschen guten Abend, hi. Ein neuer Zwerg ist in. Könntest du nicht jetzt Waldbrand beanspruchen? Ja. Lango schenkt einen Sub an Sergio Dragon. Dankeschön für Lango für den Verschenken an Sergio im 11. Vielen Dank, ey. Ey, was ist denn heute los? Schau mal, wie viele wir mittlerweile sind heute. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind ja ganz schön viele schon heute im Chat. Freue mich sehr. Ein neuer Zwerg ist in. Markus. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Erdgeist 80. Dankeschön im 6. Monat auch nochmal ein fettes Ausrufezeichen Hype. Vielen Dank für alle, die da schon ordentlich reingehen. Akagami, auch einen wunderhübschen guten Abend, hi. Welche Religion gibt es im Königreich? Soll ja jeder glauben, an was er will. Ja, ich bin da herrschertechnisch bin ich da raus, ne? Also kann jeder mal. Ihr könnt an alles glauben, ne? Also meinetwegen auch an die goldene Ehre. Es ist mir völlig Banane. Es ist mir völlig gleich. Das Königreich ist für alle da. Ich bin bereit, für den Lord zu sterben. Also jetzt hör doch mal auf. Du musst für den Lord leben. Das müssen wir auch drauf gehen. Das ist doch nix. Ja. Viel zu einfach. Ihr müsst, viel, viel schwieriger ist es hier für Schettingen zu leben. Ich glaube an die goldene Ehre im Bierkrug. Ja, genau. An das Schnitzel glauben manche auch. Ich sehe das schon. Geheiligt werde das Schnitzel. Seine Panade komme.
Oder an Pudding. Könnt ihr auch gerne an Pudding glauben, wenn ihr das wollt. Ja, ich bin da offen. Ich bin da. Oh, just, ne? Endlich wieder ein Livestream erwischt. Was hältst du von dem Spiel bis jetzt? Ich warte seit einem Jahr drauf, dass das jetzt endlich losgeht, ne? Und das Warten hat sich. Ja, doch. Ja, ja. Sie selber. Ne? Also ganz ehrlich. Ja, Markus, danke für den verschenkten Akagami. Markus unterstrich Franke schenkt einen Sub an Akagami unterstrich 93. Vielen lieben Dank dir. Das ist so lieb. Dankeschön. Was benötigen deine Stufe 3, also um aufgewertet zu werden? Bier. Daran hängt auch gerade unser gesamtes Seelenheil, dass die Leute sich nicht hemmungslos betrinken können. Das ist ein Problem. Und an der Kirche hier in Schettingen, um auf Level 2 zu kommen, hängt es momentan ganz gewaltig am Stein. Den wir ja theoretisch sogar hier abbauen könnten, hier oben. Aber ich wollte das eigentlich nur importieren gegen Eisen. Wir haben auch Eisen, also wir können den Handel auch durchführen. Ja. Haben wir eigentlich in den Lagerhäusern? Ja. Hier wird Weizen theoretisch gelagert in dem Speicher. Ist hier was drin? Nein, ne? Wir bräuchten halt auf jeden Fall vor dem neuen Jahr, also bevor wir ins nächste Jahr, ins Jahr 9 reingehen, bräuchten wir auf jeden Fall in Schettingen einen Ausbaupunkt, damit wir die schweren Pflüge mit Ochsen lernen können, damit unser Bauernhaus dann oder unser Bauernhof dann mit Ochsen geflutet werden kann. Solltest du im September nicht Bier haben? Ja, wir könnten natürlich jetzt mal schauen, ob wir nochmal ein, zwei Häuser upgraden können, damit wir den nächsten Punkt hier bekommen. Vier bräuchten wir noch. Hier geht einer. Und jetzt fehlt Geld. Oh, Mann, Mann, Mann. Mal schauen, wann hier der nächste Händler durchrumpelt. Wenn es wirklich nur am Geld hängt, ne? Zwei. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Geld in der Schatzkammer, fällt mir gerade auf. Das ist echt wenig. Kannst du in Schettingen auch ein Herrenhaus setzen? Muss ich mal schauen dann. Jetzt geht das nicht mehr, oder was? Doch, jetzt? Ja, jetzt haben wir es. Die Stadt. Wenn die Upgrades jetzt durch sind mit den ganzen Häusern, dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir hier den nächsten Punkt. Dann müssen wir in Bützenburg aber überlegen, was wir als nächstes machen. Handelslogistik. Ich glaube, die ausländischen Lieferanten fände ich hier wichtig. Bützenburg ist ein Handelszentrum. Wir sollten durchaus in den Handel hier noch weiter rein investieren. Hier gibt es keine Stufe 4, geht gerade aktuell nicht. Oder zumindest ist hier nur bis Stufe 3 geplant. Weil die Stufe 3 Häuser schon auch schon fett genug raus, ne? Also. Schaut schon gut aus, ne? Dann löscht du das Spiel. Herrenhaus hier. Gewährt 250 Punkte Einfluss und erhöht die Verwaltungsstufe um 1. Nach dem Bau eures ersten Herrenhauses wird euer anfängliches Gefolge
hierher ziehen. Oder in das Neue ziehen, keine Ahnung. Die Frage ist, brauche ich ein besseres, also mehr Herrenhaus? Einfluss ist okay für mich. Mehr als das mache ich nicht. Ich mache hier mal auf 10% und gut ist. Und beim Einfluss lassen wir es auch auf 10% stehen, das passt. So. Wofür steht eigentlich die rote 2 bei dem Fass? Was? Wo? So. Jetzt ist eine 0. Das ist wild. Hier meinst du? Erschöpfung der Vorräte. Das hier mal, ja, in 2 Monaten sind unsere Vorräte alle. Das ist gemeint damit. Dann kommt es immer drauf an, da wird immer die niedrigere Zahl angezeigt. Und zwar Brennstoff haben wir hier für 2 Monate. Aber wir haben 312 Brennstoff oder eine Holzkohle. Ja. Und das ist auch gut so. Hützenburg einfach spitz auf Knopf genäht. Ja, ja. Wobei das mit dem Brennstoff immer so ein relatives Ding ist, ne? Ja. Nennen wir es relativ. So, hier kaufen wir mal. Hier brauchen wir auch nochmal irgendwann jemanden, der im Nahrungsmittelspeicher hier in Schettingen sich um die Logistik kümmert. Auch das wäre wichtig, durchaus. Ja, das machen wir auch noch. Ja, wir brauchen hier generell mehr Leute einfach. Immer noch 6 von 10. Ich weiß nicht, ob die Händler einfach noch so lange unterwegs sind. Hier sind noch 4 Steine drin. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Bauarbeiter das nicht bauen können. Oder wenn die das einfach nur hinbringen würden. Ich mach mal die Prio auf hoch, damit die das wirklich mal bauen. Vielleicht bauen die halt wirklich erst stadtnah das nächste. Weil hier liefern sie die ganze Zeit irgendwas ran. Ah, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das fertig aussieht. Kann auch sein, dass wir das einfach abreißen wieder und irgendwo anders hinbauen. Weil mir das dann vielleicht optisch nicht gefällt, weil das wirklich auf Kante steht. Oder über Kante. Ich werde wohl direkt nach Release die Sonne nicht mehr zu Gesicht bekommen. Dann eh noch einfach. Möglicherweise wirst du das so machen. Ja, okay, das kannst du halt vergessen, ne? Müssen wir woanders hinbauen werden, das soweit ist. So, jetzt ist die Kirchenstufe erreicht, selbst wenn da kein Pfarrer drin ist, okay. Das bedeutet, wir könnten hier anfangen. Wir brauchen in Schettingen 2 Häuser auf der nächsten Stufe.
Und damit brauchen wir nur noch den Bekleidungsstand irgendwie wieder oder irgendwie hindeichseln. Wir haben Leder, wir haben Schuhe. Aber das Leder ist so wenig da, dass das kommt einfach zu schlecht. Dann gebe ich dem nochmal einen Esel. Ja. Das ist das Einzige. Liegen ein paar Vögelchen da oben. Hier wird das nächste Wohnhaus hochgezogen, direkt am Markt. Gaming Beast, wunderhübschen. Gut angekommen nach dem Umzug, ja klar. Tatsächlich erstaunlich schnell. Hätte ich gar nicht gedacht. Kannst du auch Gesetze erlassen? Im Moment glaube ich nein. Aber das gilt regionsweise, okay. So. Wie war der Umzug? Wunderschön! Es war traumhaft. Ich bin froh, dass rum ist. Ich glaube, dass die Packstationen noch überarbeitet werden müssen. Also, mir geht das... Also, rein balancing-technisch denke ich, es ist zwar klar, dass die nicht so viel können, aber dass sie so wenig können, ist mir auch ein bisschen zu arg. Ja? Also, weißt du, die Packstationen müssten hier, die Packstationen hier müssten einfach ein, also, mal abgesehen, wir wissen ja alle, ne, da stehen noch Mustertexte und so weiter, ich würde da gerne sehen, dass du sehen könntest, was ein Träger mitnimmt, ne, dass du zum Beispiel sagen kannst, okay, ein Träger schafft ohne Packesel 10 Erz pro Gang zu tragen, ja, und kommt dann mit 5 Steinen zum Beispiel zurück. Oder 1-1, weil er nicht mehr tragen kann. Beispielsweise. Ja. Dass er ein Eisenerz mitnimmt auf dem Rücken und kommt mit einem Stein zurück. Und mit Packesel hast du dann halt 3 oder so. Oder 5. Es erschließt sich mir nicht ganz, wie viel Menge da durchgeht. Weil du natürlich nicht, ne? Warte kurz, nutzte Gebäude. Moment, erleichtern, bla bla bla. Benutzt Packesel um bis zu 20 Einheiten Ware. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber bis zu und dann bei welcher Ressource, das fehlt mir so ein bisschen. Ich kann das nicht quantitativ eingrenzen. Ob das jetzt sinnvoll ist, eine Packstation mit was zu beauftragen oder 10. Da fehlt mir einfach noch die Gesamtübersicht zwischen den Städten, um im Handel auch tatsächlich sinnvoll arbeiten zu können. Ich kaufe jetzt irgendwie Steine ein, aber die kommen irgendwie auch nicht an. Also... Ja doch, es sind wohl 5 angekommen, aber irgendwie brauche ich die auch jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, was haben wir denn an Klamotten in Bützenburg? Wir haben auf jeden Fall wahnsinnig viele Häute da drin. Wir haben auch kaum noch Schuhe einfach. Die machen die Gambeson-Dinger. Aber die kommen auch nicht in die Gänge. Dann brauchen wir...
Da machen wir auch mal was anderes. Da machen wir nochmal Tischlerei rein. So. Speere. Können wir nochmal ein bisschen in den Malz gehen. Ja, noch ein bisschen mehr Ausbau. Ich meine, wir haben jetzt hier nicht Gerste in den großen Mengen, aber zumindest ein bisschen auch Brot wäre hier irgendwie nett. Weil das ist jetzt nur Level 1, ne? Ja. Oh, jetzt haben wir hier keine Bauarbeiter mehr. Zweimal Lagerfläche. Brennholz haben wir jetzt aber auch irgendwie nicht, oder? Ja doch, wir haben wahnsinnig viel Brennholz eigentlich. So, zwei freie Familien. Schaut hier unten aus. Geht hier unten was? Nee, ne? Schade. Dafür ist es Early Access. Ja, ja, durchaus, ne? Ganz klar. Wer weiß, was ich da in den nächsten 0,3 Versionen oder 0,3 Versionen, die noch kommen, was sich da noch ändert oder vielleicht sogar mehr. Man wird bei vielen Sachen ja auch ein bisschen betriebsblind, ne? Also, du machst was und denkst, das ist eine gute Idee und dann sagt dir irgendjemand, nee, das ist, ich finde das gar nicht. Oder, weil so und so. Und dann sagst du, ja, daran habe ich mir gar nicht gedacht. Das ist, du wirst sehen, ab dem 26. wird der Entwickler sehr interessiert schauen, was ihr alle mit dem Spiel macht. Oder was wir auch mit dem Spiel jetzt hier schon in der Zeit gemacht haben. Und, ja, viel... Da wird sehr viel auffallen, woran man vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Kommt der zu mir nach Hause? Nee, aber du wirst sehr viel... sehr viele lange Diskussionen auf Reddit zum Beispiel sehen oder auf der Steam-Community-Seite wird es wahrscheinlich wieder die Foren überquellen. Es wird garantiert auch wieder andere Forenarten geben, wo man sich darüber austauscht. Und ja. Und da wirst du sehen, da wird sehr, sehr viel Input, wichtiger und nützlicher Input auch durchlaufen. Und ich finde das gut so. So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Familie mehr. Ich meine, wir haben hier Platz, ne? Das ist im Augenblick kein Problem. Was wir zum Beispiel jetzt gerade noch gar nicht so wirklich sehen, ist so die... was ja natürlich auch im Rahmen des Early Access ist ja ganz klar. Du musst es ja immer... Hier unten steht es im Übrigen. Hier musst du ja immer sehen, es soll ja auch wohl, der Burgenbau ist ja momentan zum Beispiel recht rudimentär. Ich würde gerne durchaus größere Burganlagen als das hier bauen. Ich bin mir ziemlich sicher, weil man das auch eher im Titelbild und so weiter hat man ja gesehen, dass man schöne Burgen bauen soll. Und ich habe auch schon in Devblogs und so weiter... oft auf X oder Twitter, weiß ich nicht mehr, früher war es noch, als es noch Twitter war, hat man auch gesehen, dass viele neue Gebäude und so weiter in Planung sind. Also, ja, mal gucken. Wir brauchen mehr Holz.
Aber hier stand irgendwas von Limited auf Region. Das heißt, ich glaube, du kannst tatsächlich mehr als eine Burg bauen. Hier brauche ich auf jeden Fall mehr Stein. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass wir noch haufenweise Stein hier rüber importieren, damit wir Schettingen vielleicht noch weiter ausbauen können. Hier oben eine kleine Burganlage fände ich irgendwie passend, ne?